Wandern im Siegerland, Selmgenzi Seltsamgenzi. Autor D. Seltsamgenzi. Video. Dicht an den Hang drängen sich die schwarz-weißen Fachwerkhäuser zu einem einzigartigen historischen Stadtbild mit seiner weltbekannten Giebelparade. Bereits 1389 wurden Burg und Burgmannssiedlung Freudenberg urkundlich erwähnt. Der 1456 gefertigte Freiheitsbrief des Grafen Johann von Nassau, Wienden und Diez bestätigt den Fleckern die Stadtrechte. 1540 und 1666 zerstörten feuersbrünste Burg und Siedlung. Mit dem Wiederaufbau erhielt der Stadtkern seine bis heute weltbekannte Giebelparade. Der alte Flecken ist einer der baugeschichtlich bedeutendsten Stadtkerne Westfalens und als Baudenkmal international anerkannt. Romantische Fachwerkidylle bietet sich bei einem Bummel durch die schmalen Straßen und engen Gassen auf Schritt und Tritt. Vom Kurpark genießt man den besten Panoramablick auf die Altstadt und die historische Efang. Kirche, erbaut 1601 bis 1606. Der Turm ist erheblich älter. Er ist einer der Türme der ehemaligen Burg Freudenberg, die ebenfalls 1666 abbrannte. 1675 war der Wiederaufbau der Kirche fertiggestellt. Weitere historisch. Kirchen gibt es in den Stadtteilen Oberfischbach, 18. Jahrhundert, und Oberholzklau, 13. Jahrhundert. In Oberholzklau steht außerdem das älteste noch bewohnte Pfarrhaus der Efang. Landeskirche aus dem 17. Jahrhundert. Das Stadtmuseum im Altstadtkern zeigt neben heimatgeschichtlichen Exponaten eine sehenswerte Uhrensammlung. Das Technikmuseum an der Olperstraße öffnet seine Pforten jeweils sonntags von Mai bis Oktober. Gewaltiger Mittelpunkt ist eine Dampfmaschine von 1904. Eine Vielzahl historischer Fahrzeuge und Maschinen runden die Ausstellung ab. Außerdem beherbergt Freudenberg eine der erfolgreichsten und modernsten Freilichtbühnen Deutschlands. Von Juni bis September gibt es vor überdachter Tribüne sehenswerte Aufführungen für Kinder und Erwachsene. Über 40.000 Zuschauer verzeichnet die Bühne jährlich. Ein besonderes Highlight ist sicherlich unser neuer Radweg mit beleuchtetem Tunnel. Er führt vom Biggesee bis zum Siegtal, durch zwei Bundesländer, vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Selbst bei schlechtem Wetter sind in einer 4000 Quadratmeter Indoor-Spielhalle Eltern und Kinder bestens versorgt. Emtalkessel am Oberlauf der Sieg zwischen dem Ausläufer des Rothaargebirges und dem Kernraum des Siegerlandes, nur einen Katzensprung über die Autobahn-Sauerlandlinie von Rhein, Main und Ruhr entfernt, gibt es einen stillen Winkel Südwestfalens zu entdecken. Im waldreichsten Kreis der Bundesrepublik hat sich die Stadt Netphen noch ihre ursprüngliche Schönheit als Erholungslandschaft bewahrt. Netphen, eine junge und doch traditionsreiche Stadt mit 21 Ortschaften auf 137 Quadratkilometer, verlangt ein Gespür auch für die versteckten Reize. Die Mittelgebirgslandschaft im Quellgebiet von Sieg, Eder und Lahn sollte der Feriengast weniger erfahren als vielmehr erwandern. Wer die Stille der gut markierten Wanderwege in einer der geschlossensten Waldlandschaften Deutschlands schätzt, den Wildreichtum und eine lohnenswerte Flora bewundern möchte und gemütliche Hotels, Gasthäuser und Pensionen mit gut bürgerlicher Küche liebt, ist hier gut aufgehoben. Von Fichten und Buchen überdachte Wanderwege führen in schöne Dörfer, in denen das Brot noch in alten Steinöfen gebacken wird. In den Dorfkirchen stößt der Gast auf verborgene Kunstwerke. Die Wasserburg Hainchen bezeugt den Sinn der Bürger zur Erhaltung ihrer baulichen Vergangenheit. Die Ringwälle der alten Burg aus keltischer Zeit sind über 2000 Jahre alt. Weitere Sehenswürdigkeiten sind die Obernautalsperre, größte Trinkwassertalsperre des Siegerlandes mit 10 Kilometern langem Rundweg, der sich zum Wandern, in Lieneskarten, Joggen, Wocken und Radeln anbietet, die alte Wassermühle in Nenkersdorf, die Kohlenmeiler in Walpersdorf, die evangelisch-Martini-Kirche in Netphen, Hallenkirche aus dem 13. Jahrhundert, und vieles mehr.
Gelegenheit zur sportlichen Betätigung bietet der Freizeitpark Netfen mit Hallen und Freibad, Wasserrutschbahn, Thermalsprudelbecken, Sauna, Tennis, Squash, Minigolf, Reitanlage. Wintersportmöglichkeiten, Abfahrtshänge und gespurte Loipen, überdachtes Eissportanlage. Netfen ist anerkannter Erholungsort auf 278 bis 676 Münn mit 25.100 Einwohnern. Ein Urlaub im Netferland oder nur ein Wochenende mit der ganzen Familie ist für alle wie geschaffen, die den Ferienrummel meiden und einmal zu sich selbst finden wollen. Viel Spaß beim Wandern! Die junge Stadt Kreuztal am Fuße des Kindelsberges entstand 1969 im Zuge der kommunalen Neugliederung aus 13 ehemals selbstständigen Orten und ist die zweitgrößte im Kreis Siegen-Wittenstein. In dieser Stadt leben heute auf mehr als 76 Quadratkilometer ca. 32.000 Einwohner. Der Name leitet sich aus dem Zusammentreffen der drei Flusstäler von Ferndorf, Litfe und Jes ab. Ebenso sind diese Flusstäler ein Schnittpunkt wichtiger Verkehrslinien wie die Bundesstraßen B54 und B508 sowie der Eisenbahnlinien in die Metropolen an Rhein, Main und Ruhr. Der höchste Punkt des Gemeindegebiets ist der Hohe Wald bei Burgholdinghausen mit 655 nn, der tiefste Punkt liegt im Ortsteil Buschhütten bei etwa 260 nn. Die Stadt, gelegen in einem der waldreichsten Gebiete Deutschlands, hat vieles an Tradition, Brauchtum, kultureller Vielfalt, landschaftlicher Schönheit und interessanter Historie zu bieten. Neben den traditionell ausgedehnten Wandermöglichkeiten, Wandernetz von ca. 330 Kilometern gekennzeichneten Wanderwegen mit zahlreichen Wanderparkplätzen, rund um den 618 Meter hohen Kindelsberg werden mit dem neuen 14 Kilometer langen Kindelsbergpfad, Besuchern und Gästen aus nah und fern vielfältige Eindrücke aus Landschaft und historisch interessanten Passagen des Bergbaues geboten. Für den ambitionierten Wanderfreund wird sich daneben ein Abstecher zum überregional bekannten und beliebten 154 Kilometer langen Rothaarsteig, der sich als Weg der Sinne großer Beliebtheit erfreut, anbieten. Viel Spaß beim Wandern! Auf einer Länge von rund 120 Kilometern befährt sich das attraktive Radwegenetz der Stadt. Abseits des üblichen Straßenverkehrs lassen sich besonders beim Durchfahren von Waldrändern und Ortschaften einmal ganz andere reizvolle Ein- und Ausblicke gewinnen. Der Kindelsberg mit seinem 22 Meter hohen Aussichtsturm, 618 Meter UNN, ist das weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadt. Der im Jahr 1907 vom Sauerländischen Gebirgsverein erbaute Aussichtsturm bietet eine grandiose Fernsicht bis zum Westerwald und zum Siebengebirge. Nach einer der zahlreichen Wandermöglichkeiten lädt das Rasthaus zum Verweilen ein. Vor dem Turm befindet sich die sogenannte Kaiserlinde. Auf der Straße in Richtung Freudenberg liegt rechter Hand das Schloss Junkernhies im gleichnamigen Stadtteil. Es handelt sich dabei um ein Renaissance-Klenot und Nachfolgerin der 1523 von Ritter Adam von der Hees erbauten Wasserburg. Das Schloss ist eines der ältesten und bedeutendsten weltlichen Baudenkmäler im Siegerland mit angeschlossenem Gastwirtschafts- und Beherbergungsbetrieb. Der nächste Ort, Mittelhees, kann mit dem einzigen Golfplatz des Siegerlandes, einer 1996 eröffneten 18-Loch-Golfanlage, aufwarten. Der Platz ist idyllisch im Berghäusertal gelegen. In der Stadtmitte befindet sich Dreslers Park, ein nach der Kreuztaler Fabrikantenfamilie, Dresler, benanntes Parkgelände, das heute das Bürger- und Kulturzentrum mit Bibliothek und Stadtarchiv beherbergt. Die Siegerländer Haubergswirtschaft gilt als eine hochentwickelte Sonderform der Niederwaldbewirtschaftung, die über Jahrhunderte hinweg das Gesicht der Wälder des Siegerlandes prägte und einmalig in Europa war. Auf einer Waldfläche im Eigentum der Waldgenossenschaft Ferlinghausen bei Kreuztal lebt diese alte Wirtschaftsform weiter.